ursprünglich ging es ja nur darum, für die Keramikerin von der Burg Giebichenstein, Marguerite Friedländer, einen Stolperstein zu setzen. Und dann habe ich mal im Telefonbuch nachgeguckt, Friedländer wohnte im Haus von Paul Frankl. Wenn Marguerite einen Stolperstein kriegt, dann muss natürlich auch Paul Frankl und seine Frau einen Stolperstein bekommen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Then they had to find me. I'm not really sure why they found me. There were three other cousins they could have found. And they came on me, which is, I don't know whether that was lucky or not, because I'm the one who's collected everything and the one who's read everything that I could find and try to get somebody to translate something. And so I've been doing this for years. Und dann habe ich in der Folge sie angeschrieben und ihr geschildert, was wir vorhaben und ob sie uns Material geben kann. Und da war sie sehr aufgeschlossen und hat natürlich gesagt, ja, sie kann uns gerne unterstützen. Und dann sind wir so ein bisschen warm geworden auch. Und dann hat sie so Stück für Stück uns unheimlich viele Informationen über ihre Familie zukommen lassen. Dr. Schneider and I have had this incredible correspondence that I hope will continue, because there's still much more to find out. And we both have that same, like, wanting to find out point of view and looking at documents and figuring it out. So that's been going on since last March. Now we're in October. Ich glaube, Frau Paul Frankl war ein sehr gelehrter und ein sehr kluger, sehr vergeistigter Mensch. Auf der anderen Seite war er, glaube ich, auch sehr lebensfroh und sehr zugewandt. Er war aber auch sehr aufgeschlossen. Er wollte auch aus seiner jüdischen Umgebung und auch aus den Restriktionen und der engen Welt ein bisschen ausbrechen. Das Prag, in das ich geboren wurde, war für einen Juden kalt, unsicher und unzugänglich. Der Judenhass war allgegenwärtig. Obwohl ich schon als junger Mann zum Katholizismus konvertiert bin, wurde ich von den Nazis aus der Universität in Halle entlassen, wo ich Dekan war. Well, my grandfather died when I was 14. So he was, I don't like it when people say that, but he was a lovely man. And he had a great sense of humor. He was very warm. I think our whole family sat on his shoulders when we got to the United States. Es gibt dann auch eine Aussage von ihm, als er Halle verlässt, wo er dann wirklich deutlich sagt, jetzt ist Schluss mit dieser Stadt. I grew up on the Lower East Side, where it's all working class, people all yelling at each other, and, you know, it's not an intellectual atmosphere. And so to discover all that background has been amazing. Because I kept noticing that I wasn't quite doing everything that all my classmates were doing. I had a slightly different trajectory. I wasn't interested in taking drugs. Why not? Just all sorts of different things. And then when I would discover what my people were like, genetically speaking, I could realize, oh, I come from there. So I have a lot of relatives who like to write. And there's a lot of music in my family. It's just like I inherited those things, but I didn't
I didn't know before. It was just like, that's just this person who could do these things, and it didn't mean anything to me. So knowing about my family has made a big difference to me. In der Reichspogromnacht, wir wohnten bereits in München, standen SS-Offiziere vor unserer Tür. Wo ist Herr Professor Franke? Forderten sie. Da ich zu der Zeit auf Forschungsreise in den USA war, zogen die Offiziere wütend ab. Elsa schrieb mir, komm nicht zurück. Hiernach trennten sich leider viele Wege in meiner Familie. Meine Frau und Susi flohen nach Dänemark, mein Sohn Wolfgang nach England. Heka folgte mir nach Amerika. Nur Hannelies und Richard blieben zunächst in Deutschland. Lieseles Mutter hat ihr ja als Kind ganz wenig erzählt und ich denke, als das Mädchen älter wurde, hat sie begonnen zu fragen. So she didn't tell me a lot of stuff unless it kind of just popped out, because she was living very much in the present, so that she didn't have to remember, because it was really awful to remember what happened here. And also in Berlin, after my parents moved to Berlin. So she really didn't tell me very much until she realized that people didn't know. And she's like, you want me to remember all that stuff? She was really upset with me, kind of angry. So it took her a while to think, this is worth telling. Und dann irgendwann haben die beiden eine Reise nach Deutschland gemacht, um die Verwandten aufzusuchen und kennenzulernen. My father's brother's wife was still alive. Her name was Gwenny. When I was 16, that was the second time we were in Germany. And she was English. And she had this envelope. And she said, this is yours. And it was letters that my father had written. So that took years. First of all, it was all in German. And his writing looked very nice, but it's really hard to read. Even my mother had trouble reading it. So I had those letters for years. And at some point, I started, I don't know, something just happened to me inside. So I asked my mother to type the letters. She typed out those letters. And they reminded her of everything that had happened. And she typed them while I wasn't there. She said tears were running down her face. So then I was reading all those letters, and my father's thoughts were so much like my own. So there, that was like a big opening to who I am. Richard, mein Schwiegersohn, war Teilinhaber des Universitätsbuchladens in Halle. Er durfte nach der Hochzeit mit meiner Tochter Hannelies das Geschäft nicht mehr betreten. Er wurde selber von den Nazis degradiert und doch schützte er meine Tochter so gut er konnte. Ich heiratete Hannelies recht schnell. Nachdem ich meinen Kampf gelesen hatte, wusste ich, dass die Regierung Mischehen verbieten wollte. In dieser Zeit kam wöchentlich oder sogar täglich ein neues Gesetz gegen Juden heraus. Hannelies hatte in Berlin studiert, aber durfte trotz ihrer Ausbildung als Musiklehrerin nur noch jüdische Kinder unterrichten. Hätte ich Hannelies vor dem Krieg verlassen, was meine Familie gefordert hatte, sie wäre getötet worden. Durch unsere Mischehe standen wir unter ständiger Beobachtung. Regelmäßig lud die Gestapo mich vor, um sicherzustellen, dass ich nicht gegen sie arbeitete. Die Nazis, die mich befragten, waren meist nicht besonders schlau. So konnte ich sie jedes Mal überzeugen, dass es nicht so war. So, more recently I started writing what I call the autobiography of my family. And I just write it from their point of view, because the stories are so complicated if you try to write it all in one. Ende 1939 war der Tiefpunkt meines Lebens. Ich war in einem armen Krankenhaus in New York, dem Tod nah, kein Geld, keine Arbeit. Meine Frau hatte ich seit einem Jahr nicht gesehen. Aber weil ich im Krankenhaus war, wurde ich nicht deportiert. Weil ich nicht deportiert wurde, töteten mich die Nazis nicht. Und das hat sie sehr schön gemacht, weil, ich meine, da fließen natürlich tatsächlich sehr, sehr viele Erzählungen und Erinnerungen, die nur sie weiß, mit hinein. Diesen Vater, den sie nie gekannt hat, zurückzuholen oder kennenzulernen, zu sich zu holen jetzt. Als der Krieg begann, übernahm die Wehrmacht unsere Fabrik. Und wir mussten auf die Arbeit an Radargeräten umstellen. Ich wurde mit der Inspektion beauftragt. Indem ich sagte, dass sie nicht gut genug seien, konnte ich die Produktion verlangsamen. Es war eine gefährliche Arbeit,
aber ich wollte nicht, dass die Nazis den Krieg gewinnen. Also man muss sich natürlich immer darüber im Klaren sein, dass es ein sehr persönlicher und auch emotionaler Bericht irgendwo ist. Aber auf der anderen Seite sind diese Berichte auch enorm lebendig. Also sie führen einem, ja, das hat Liesle auch geschafft mit ihren Texten, sie führen einem das Leben dieser Familie nochmal vor Augen. Als die Bombenangriffe der Alliierten Berlin trafen, brannte das Wohnhaus von Hannelies und Richard vollständig nieder. Sie verloren fast alles. Wir hatten uns seit 5 Jahren nicht gesehen. Wir versuchten, das Feuer mit Wasser zu löschen, aber es gelang nicht. Hannelies Klavier brannte in diesem Feuer. Man konnte die Saiten platzen hören. Es war ein tragischer und tödlicher Klang. Wir zogen später nach Steglitz in die amerikanische Zone des geteilten Berlins, wo meine Tochter Liesle am 4. April 1948 geboren wurde. Sie war sehr lebhaft, sagte oft Hey. Wenn wir das Radio einschalteten, hörte sie Musik. Das hat mich sehr gefreut, dass man es auch mit so einer Stolperstein-Aktion schafft, so eine Familie nochmal zusammenzuführen. Das ist ja eigentlich auch das Tolle. Also es ist nicht nur das Gedenken an die Personen, sondern das war der Anstoß. Die wären ja sonst, hätten die sich nicht aufgerafft, alle anzureisen aus der Schweiz, aus Paris, aus den USA und so weiter. Ich glaube, das ist für viele der Immigranten, der jüdisch Verfolgten, der Entwurzelten auch ganz entscheidend, auch darin noch mal ein bisschen Halt zu finden. I might have been about 40 years old and I was walking down the street and there was an empty lot with bricks all over the ground and a 4-story building next door to it, so a big wall. And on that wall was a huge ivy plant spread out. And it really looked very much like a family tree. And I noticed at the bottom, though, it was cut off from its root. And I thought, oh, wow, that's just the way I am. I'm cut off from my roots. Now coming back to Halle with this ceremony, the Stolperstein, and people wanting to make connection and make a, you know, feeling, trying to understand what happened here and start anew in some way. It's part of putting the roots back. De los cabellos sos matada. Si el baba sabe esto, de los cabellos sos matada. Un día de los días, por ahí pasó su hermano. Hermano mío, mi querido, dame un poco de agua. Disse di no di ambri, a Dio vo darmi alma. Callada delgadina, no hables nada. Si il baba sabe esto, de los cabellos sos encolgada. Si il baba sabe esto, de los cabellos sos encolgada.